Vielen Dank, Herr Stark, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt erlaube ich mir noch am Anfang eine besondere Begrüßung. Ich möchte nämlich den König begrüßen, denn er ist es doch, der die Sozietät der Wissenschaften gegründet hat und der ihr auch das Prädikat königliche Sozietät verliehen hat. Deshalb meine ich, dass ich den König auch mal hier eigens begrüßen sollte. Also, sehr geehrte Damen und Herren, Eure Majestät, in der heutigen Vorlesung möchte ich Sie zurückführen in die Gründungs- und die Anfangsphase der Königlichen Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen, der unmittelbaren Vorgängerin der heutigen Akademie. Ich habe mir vorgenommen, mich bei meinen Darlegungen nicht ausschließlich von einem, sagen wir es mal so, antiquarischen, lediglich in die Vergangenheit gerichteten Interesse leiten zu lassen, sondern es ist mir auch und nicht einmal zuletzt darum zu tun, durch die Beleuchtung der Frühgeschichte der Akademie so etwas wie eine Folie zu schaffen, auf deren Hintergrund durch ein kontrastives, vergleichendes Verfahren sich die Akademie ihrer jetzigen Aufgaben und Ziele vergewissern kann. Freilich werde ich selbst heute dieses kontrastive Verfahren nur andeutungsweise befolgen, vor allem aus Zeitgründen, aber die Ringvorlesung hat ja gerade auch erst vor einigen Wochen begonnen. Machen wir uns also jetzt an die Aufgabe, uns zu vergegenwärtigen, was die Sozietät der Wissenschaften in ihren Anfängen sein sollte, was sie sein wollte und was sie tatsächlich gewesen ist. Gegründet und eröffnet wurde sie im November 1751. Damals existierte die Universität bereits seit 14 Jahren. Im Hinblick auf unsere Aufgabe ist es nun tatsächlich ganz wichtig, dieses Späterkommen der Sozietät zu beachten. Wenn es um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Göttingen nicht schon die Universität gegeben hätte, dann wäre, dessen können wir ganz sicher sein, keinem Menschen auch nur im Traum eingefallen, ausgerechnet hier in dieser triste petite ville dans un triste pays, also in dieser trübseligen Stadt, in einem trübseligen Land, so Hallers Brieffreund Tissot, eine Sozietät der Wissenschaften zu gründen. Dazu noch eine königliche Sozietät, auf welcher Bezeichnung Albrecht von Haller unnachgiebig bestand, weil ohne, wie er schreibt, den höchsten Schutz des Königs die Gefahr des Zurücktretens in eine schläfrige Unwirksamkeit bestehe. Finde diese Formulierung wunderbar. Was es bedeutete, dass die Sozietät zusätzlich zu der bereits bestehenden und im Aufblühen begriffenen Universität als deren Ergänzung und ihr institutionell unmittelbar zugeordnet gegründet wurde, das machen wir uns zunächst am besten dadurch klar, dass wir einen Blick werfen auf die 1700 in Berlin gegründete kurfürstlich-brandenburgische Sozietät der Wissenschaften, die allerdings 11 Jahre warten musste, bis sie 1711 dann endlich eröffnet wurde und jetzt natürlich dann unter dem Namen Königlich-Preußische Sozietät der Wissenschaften. Denn inzwischen war das Königreich Preußen gegründet worden. Als diese Berliner Institution ins Leben gerufen wurde, gab es in Berlin keine Universität und es sollten noch mehr als 100 Jahre vergehen, bis der Sozietät die Friedrich-Wilhelms-Universität an die Seite trat, die heutige Humboldt-Universität. Die preußische Sozietät beruhte auf den großartigen Plänen, auf den großartigen Sozietätsplänen von Leibniz, in denen dieser ein universales Bildungs- und Wissenschaftsmodell entwickelt hatte und in denen es heißt, die Wissenschaft müsse enger als bisher mit dem Leben verbunden werden, denn, ich zitiere jetzt Leibniz direkt,
reale Ministri werden unnützer Kuriositäten bald überdrüssig. Als Sozietät organisiert, müssen sie vielmehr darauf bedacht sein, und jetzt kommt diese berühmte Formulierung von Leibniz, Theoriam cum Praxi zu vereinigen und nicht allein die Künste und die Wissenschaft, sondern auch Länder und Leute, Feldbau, Manufaktur und Kommerzium, mit einem Wort die Nahrungsmittel zu verbessern. Alles von Leibniz. Wir werden sehen, dass auch die Göttinger Sozietät der Wissenschaften bestrebt war, Theoriam cum Praxi zu vereinigen. Vorerst soll uns aber hier nur interessieren, dass es bei der Planung und der Gründung der preußischen Sozietät keinen, wie auch immer, gearteten Bezug der Sozietät zu der Institution Universität gab. In Göttingen war es genau umgekehrt. Als die Universität 1737 gegründet wurde, dachte man noch nicht an eine Sozietät der Wissenschaften, und als diese dann 1751, 14 Jahre später, ins Leben trat, war sie aufs Unmittelbarste an die Universität geknüpft. Und diese institutionelle Verknüpfung zwischen der Sozietät und der Universität hat ja, glaube ich, bis 1893 gedauert. Es stellt sich also die Frage, zu welchem Zweck es neben der Universität noch einer Sozietät der Wissenschaften bedurfte und in welchem komplementären Verhältnis beide Institutionen zueinander stehen sollten. Wenn wir uns eben dies verdeutlichen, dann gewinnen wir, wie ich das schon erwähnt habe, eine Folie, auf deren Hintergrund wir darüber nachdenken können und nachdenken sollten, wie dieses Verhältnis heute beschaffen ist, beziehungsweise wie es heute beschaffen sein sollte. Für den gerade eben schon von Herrn Stark erwähnten Universitätsgründer Adolf Gerlach von Münchhausen besaß die Sozietät, die geplante Sozietät, keine unabhängig von der Universität denkbare Funktion, sondern sie sollte ausschließlich dazu dienen, deren, wie es so schön heißt, Lüstre zu heben. Die Universität wird für ihn als Zweck des Staates zum Selbstzweck. Ihr Flor, ihr Lüstre, ihr Ansehen und ihr Zulauf ist es, was dem Staate nützt, und keinem anderen Ziel sollte auch die Sozietät der Wissenschaften dienen. Sie sollte ein Werbeinstitut, eine Werbeinstitution für die Universität sein, interessanterweise aber auch, da muss ich immer lachen, wenn ich das lese, ein Erziehungsinstitut für Professoren. Ausschließlich oder auch nur teilweise auf die Wissenschaft als solche bezogene Motive waren Münchhausen fremd. Dass es bei diesen rein utilitaristischen Motiven nicht blieb, das ist dem ja eben auch gerade schon erwähnten Albrecht von Haller zu verdanken, dem bedeutenden damals an der Universität lehrenden Gelehrten, auf den Münchhausen bei der Verwirklichung seiner Ziele zwingend angewiesen war, der dies auch wusste und der daher in der Lage war, sich mit seinen Vorstellungen durchzusetzen. Mit Vorstellungen, die der Sozietät, wie es ein Wissenschaftshistoriker formuliert hat, den höchsten wissenschaftlichen Geltungsanspruch sichern sollten. Nun möchte ich zunächst im erläutern, was für Haller die, wie er es genannt hat, Hauptabsicht bei der Gründung der Sozietät gewesen ist. Und anschließend möchte ich dann die Frage erörtern, wie die Sozietät die ihr gestellten Aufgaben tatsächlich zu lösen unternommen hat. Und dabei werde ich mir dann erlauben, das Thema der berühmten Découverten im engeren Sinne etwas zu überschreiten, um natürlich nur skizzenhaft so etwas für ein Gesamtgemälde der Tätigkeit der Sozietät in deren Anfängen zu entwerfen. Das erscheint mir deshalb erforderlich, weil das, worauf
Haller mit seiner Hauptabsicht zielte, nur in diesem größeren Rahmen ganz verständlich wird. Also jetzt zunächst einmal zu Hallers Hauptabsicht. Die 1737 gegründete Georgia Augusta war ganz im vorhumboldtschen Sinne das, was die Universität bis dahin immer gewesen war, nämlich eine reine Lehranstalt, orientiert an überliefertem Wissen in überlieferten Formen. Von Erweiterung und Vermehrung der Wissenschaften, von Forschung war im Universitätsstatut, auch in Göttingen, überhaupt nicht die Rede. Haller schreibt über den Universitätsprofessor, das ist auch etwas, worüber man lächeln kann. Ein bloßer Lehrer, ich zitiere ihn, ein bloßer Lehrer kann mit elementalischen Wissenschaften und einem guten Vortrage die Liebe der Jugend erwerben und sich selbst zufriedenstellen. Sobald der Lehrer das Kompendium seiner Kunst, so wie sie ihm bekannt ist, deutlich und mit einer fasslichen Methode vorgetragen hat, so hat er alles erfüllet, was sein Amt von ihm erfordert. Soweit dieses schöne Zitat von Haller. Demgegenüber bestimmt Haller die Sozietät der Wissenschaften als eine ganz der Forschung, der Erweiterung des bestehenden Wissens gewidmete Einrichtung. Ausgeschlossen aus dem Bereich der Forschung werden von ihm dabei Buchgelehrsamkeit und bloße begriffliche Spekulation. Das Festhalten an dieser Art von Forschung über Jahrhunderte hinweg habe, so schreibt er, die Gelehrten davon abgehalten, wahre Entdeckungen, eben die berühmten Découverten, zu machen und so das vorhandene Wissen zu mehren. Eine solche Vermehrung könne nur durch das Studium der Natur erreicht werden, durch deren möglichst genaue Beobachtung und experimentelle Untersuchung. Damit habe das 17. Jahrhundert begonnen und jetzt, zur Mitte des 18. Jahrhunderts, habe sich dieses Forschungsverständnis weitgehend durchgesetzt. Und jetzt zitiere ich ihn wieder unmittelbar. Er schreibt, diese Hauptabsicht ist also auch bei der hiesigen königlichen Gesellschaft. Ihre Mitglieder sollen, jedes nach seiner Art, nützliche Wahrheiten zu entdecken oder näher zu bestimmen oder in der Natur unbekannte Gegenden bekannt zu machen trachten. Forschung, die bei weitem wichtigste Aufgabe der Sozietät der Wissenschaften, war für Haller so gut wie ausschließlich Naturforschung, und zwar beobachtende und experimentelle Spezialforschung, denn nur auf diesem Gebiet waren nach seiner Ansicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. Damit waren für ihn alle anderen Wissenschaften, die nicht mittelbar oder unmittelbar der Naturforschung dienen, aus den Gegenständen der Akademie ausgeschlossen, insbesondere Theologie, Jurisprudenz und Philosophie. Die hat es also am Anfang nicht gegeben in der Sozietät. Wenn die Sozietät gleichwohl neben der physikalischen und der mathematischen Klasse von Anfang an eine philologische Klasse umfasste, so entsprach dies nicht den Absichten und Wünschen ihres ersten Präsidenten, also Hallers, der nur mit Mühe dazu hatte überredet werden können, sie zu akzeptieren. Er hat auch seine Ablehnung begründet. Er schreibt, der Geschmack der Welt ist gar nicht für Sprachen, für Philologiam und bloß alleine zu Mathematik und Physik gewandt. Und tatsächlich braucht man nur einen Blick in die vier zwischen 1752 und 1755, das heißt in der Präsidentschaft von Haller erschienenen Bände der Kommentarii der Sozietät zu werfen, um sich davon zu überzeugen, dass in der Sozietät von damals die naturwissenschaftliche Forschung eine wesentliche, ja beherrschende Rolle gespielt hat. Und wenn man dies bedenkt, wenn man sich das vor Augen führt, dann wird klar,
dass sich die Hauptabsicht der Sozietät in dem Maße ändern musste, in dem im 19. Jahrhundert der naturwissenschaftliche Strom, ich zitiere hier Rudolf Smend Senior, in dem im 19. Jahrhundert der naturwissenschaftliche Strom sein Bett von den Akademien in die Universitäten verlegte und schließlich, was die Naturwissenschaften betrifft, in den Akademien fast gänzlich austrocknete. Was die von Haller eigentlich gar nicht gewollte philologische Klasse betrifft, so ist es wirklich eine Ironie der Geschichte, möchte ich sagen, dass es gerade diese Klasse gewesen ist, dank der die Sozietät ihre erste schwere Existenzkrise bewältigen sollte. Hervorgerufen wurde diese Krise durch Hallers frühen Weggang aus Göttingen. Er ist nach Bern zurückgekehrt, da hat er einen politischen Posten übernommen, schon 2 Jahre nach der Gründung der Universität. Dadurch war jetzt plötzlich der Präsident nicht mehr am Ort und er ist auch nie wieder zurückgekehrt, obwohl man jahrzehntelang versucht hat, ihn nach Göttingen zurückzuholen. Dass diese Krise gemeistert und schließlich überwunden wurde, ist das Verdienst zweier Philologen und Altertumsforscher, nämlich von Michaelis und Heine, die freilich sehr genau um Hallers neues Wissenschaftsverständnis gewusst und dieses auf ihren eigenen Bereich übertragen haben. Man kann also sagen, dass Hallers Naturforscher-Sozietät überlebt hat durch ihre historische Klasse, von der Heine selbst gesagt hat, die philologisch-historische Klasse ist genau betrachtet nur ein Accessorium, also ein Beiwerk bei dem eigentlichen Plan der Sozietät und muss es sein. Philologie, Altertumskunde und Geschichte wurden in der Göttinger Sozietät nach Hallers Intention als Forschung betrieben und gerechtfertigt. Wenn wir uns mit den Anfängen der Göttinger Sozietät der Wissenschaften beschäftigen und danach fragen, was diese sein sollte und sein wollte, so dürfen wir uns, meine ich, nicht damit begnügen, die hier von mir kurz erläuterte Hallersche Hauptansicht, Absicht ins Auge zu fassen. Denn außer der Förderung der reinen Wissenschaft sollte sich die Sozietät von Anfang an auch mit der Lösung von Aufgaben beschäftigen, welche dem gemeinnützigen Endzwecke dienten. So hat sich Albrecht Christoph von Wüllen ausgedrückt, der Stifter der von der Sozietät zu stellenden ökonomischen Preisaufgaben, in einem an Haller gerichteten Brief. Ich werde auf diesen Punkt noch einmal zurückkommen und es wird diesen ökonomischen Preisaufgaben ja auch eine eigene Vorlesung des Präsidenten gewidmet sein. Wir haben also gesehen, was die Sozietät der Wissenschaften in ihren Anfängen sein sollte und auch sein wollte. Sie sollte, ich wiederhole es, nach Haller der Ort sein, um die kuverten Entdeckungen zu machen. Und jetzt kommt noch ein berühmtes Zitat von Haller, das immer wieder angeführt wird, und das führe ich jetzt auch nochmal an. Ein Akademiste muss erfinden und verbessern oder seine Blöße unvermeidlich verraten. Jetzt wollen wir mal danach fragen, wie die Akademie, wie die Akademisten, die ihr gestellten Aufgaben tatsächlich zu lösen unternommen hat, wie sie versucht hat, ihrem anspruchsvollen Wahlspruch fecundat et ornat gerecht zu werden. Also wenn ich diesen Wahlspruch lese, das muss ich wirklich hier sagen, finde ich das eigentlich ziemlich anspruchsvoll. Gleich am Anfang, als die Sozietät gegründet wurde, da hieß es schon, sie befruchtet und ziert. Man konnte ja noch gar nicht wissen, ob das wirklich sein würde. Eigentlich hätte man doch diesen Spruch anders formulieren sollen. Fecundet et ornet, sie möge befruchten und zieren. Und dann würde man ja sehen, ob sie diesem Anspruch gerecht geworden ist. Aber ich sage gleich, sie ist es. Und insofern ist dann diese Formulierung auch nicht zu beanspruchen. Also wir wollen jetzt mal danach fragen, auf welchen Wegen sie zu Découverten gelangen trachtete. Meine
natürlich nur skizzenhafte Antwort auf diese Frage möchte ich in drei Punkte gliedern. Zwei dieser Punkte werde ich nur kurz behandeln, da Ihnen im Rahmen der Ringvorlesung jeweils eigene Vorträge gewidmet sein werden. Fragen wir also zunächst, was für eine Art von wissenschaftlicher, insbesondere naturwissenschaftlicher Forschung von den Mitgliedern der Sozietät in deren Anfängen betrieben wurde. Soweit ich die wissenschaftshistorische Literatur überblicke, ist bisher noch nicht, jedenfalls noch nicht gründlich und umfassend genug untersucht worden, was für Dekuverten die Mitglieder der Sozietät in deren Anfangszeit tatsächlich gemacht haben. Eine vorläufige Durchsicht der in der Haller-Epoche erschienenen vier Bände der Kommentarii zeigt, wie ich das schon angedeutet habe, dass damals die naturwissenschaftliche Forschung in der Sozietät in der Tat dominierte. Die weitaus meisten der in den Kommentarii veröffentlichten Abhandlungen, insgesamt sind es 43, sind mathematischen, botanischen, astronomischen, chemischen und anatomischen Problemen gewidmet. Diese fünf Bereiche scheinen den Schwerpunkt der naturwissenschaftlichen Forschung damals ausgemacht zu haben. Lediglich in 18 Abhandlungen geht es um historische bzw. philologische Fragen und dies entsprach ja auch vollkommen den Vorstellungen Hallers, der die Sozietät in erster Linie als Institution zur Förderung der Naturwissenschaften ansah. Nun, über diese rein quantitativen Angaben hinaus muss natürlich die Frage untersucht werden, ja, was für Dekuverten sich in den einzelnen Abhandlungen verbergen. Das kann freilich im Rahmen einer einzigen Vorlesung nicht geschehen. Das sind 43 Arbeiten, die hier zu berücksichtigen wären. Und außerdem bin ich nicht Naturwissenschaftler und somit kein kompetenter Beurteiler der naturwissenschaftlichen Arbeiten aus den Kommentarii. Immerhin möchte ich mir erlauben, wenigstens zwei Beispiele etwas näher zu betrachten, soweit ich dazu hoffentlich in der Lage bin. Was liegt zunächst näher als Haller selbst zu fragen, was er für Dekuverten in der Sozietät gemacht und in deren Kommentarii veröffentlicht habe? In den Kommentarii-Bänden finden wir von ihm 6 Abhandlungen zur Anatomie bzw. zur Botanik, so etwa im ersten Band De motu cordis astimulonato und Observationes ex horto et agro Göttingensi. Also damit bezieht er sich offenbar auf den von ihm selbst gegründeten botanischen Garten und die Flur um Göttingen herum. Also in der ersten Abhandlung über die Bewegung des Herzens, so wie sie von einem Stimulus hervorgebracht worden ist, da beschreibt er ein, wie er sich ausdrückt, ist natürlich alles lateinisch geschrieben, ein Experimentum a me sepe repetitum quod ostendit a stimulu sanguinis venosi motum cordis unice excitari. Das heißt, ein von ihm oft wiederholtes Experiment, das zeige, dass der Herzschlag einzig durch den, ich habe es bei dem Wort Stimulus belassen, des Blutes der Hauptschlagader hervorgerufen werde. Andere frühere Erklärungen weist Haller zurück. Eine andere Kommentarii-Abhandlung von Haller, De partibus corporis humani sensibilibus et irritabilibus, also von den empfindlichen und den reizbaren Teilen des menschlichen Körpers, zählt zu den wichtigsten und einflussreichsten Schriften Hallers überhaupt und wurde sogleich in mehrere Sprachen übersetzt. Ihr Echo in der wissenschaftlichen Welt war enorm. Dies erklärt sich daraus, dass Haller die bis dahin herrschende Vorstellung über die Funktionsweise des menschlichen Körpers als grundlegend falsch erkannt hatte. Nach seiner experimentell gewonnenen Auffassung ist der menschliche Körper keine passive Maschine, deren sämtliche Aktivitäten letztlich von der befehlsgebenden Seele ausgehen,
sondern ein aktiver und reaktiver Organismus mit eigenständigen Kräften. Halle hatte in zahlreichen, zum Teil grausamen Tierexperimenten festgestellt, dass lediglich die Muskelfaser die Fähigkeit besitzt, sich auf Reizung hin zusammenzuziehen. Und eben diese Eigenschaft bezeichnet er als Irritabilität oder Reizbarkeit. Der Muskel behält diese Fähigkeit auch dann, wenn man ihn von allen Nerven isoliert. Die Funktion des Muskels und die der Nerven sind mithin vollständig voneinander zu trennen. Der Nerv ist allein zuständig für die Empfindung, für welche Fähigkeit Haller den Begriff der Sensibilität verwendet. Und damit war das ältere mechanistische Modell grundsätzlich in Frage gestellt, denn es war Haller gelungen nachzuweisen, dass es eine von den Nerven und der Seele unabhängige Bewegungskraft gibt, die er in der Muskelkraft, in der Muskelfaser lokalisierte. Und außerdem trennte er auf konzeptueller wie auch physischer Ebene die zwei Bereiche der Empfindung und der Bewegung der Nerven und der Muskeln. Und damit wies er die mit dem mechanistischen Modell verknüpfte Faserlehre zurück, wonach alle Körperteile aus grundsätzlich gleichartigen Elementarfasern aufgebaut und damit auch mehr oder weniger empfindlich und beweglich seien. Und da Hallers Experimente und seine aus diesen gewonnenen Auffassungen durch Hunderte von Experimenten anderer Forscher bestätigt wurden, konnte seine Theorie nicht einfach beiseite gelegt und ignoriert werden, und eben darauf beruhte ihre außerordentliche Sprengkraft. Wie dieses hier kurz betrachtete Beispiel zeigt, ist Haller dem von ihm mehrfach formulierten Anspruch in hervorragender Weise gerecht geworden. Von seinem wirklich unermüdlichen Fleiß als Beobachter und Experimentator zeugen auch, um nur noch ein beliebig herausgegriffenes Beispiel zu erwähnen, seine Fasciculi Iconum Anatomicarum, in deren sechstem Fasciculum er 1752 die Schlagadern der Arme und der Vorderbrust detailliert beschreibt und in Abbildungen darstellt. Das habe ich hier näher ausgeführt, das überschlage ich jetzt aber, damit die Zeit nicht überschritten wird. So viel also in aller Unvollständigkeit zu Hallers eigenen Découverten. Betrachten wir nur noch kurz einige Découverten, die ein anderer bedeutender Gelehrter in den Sitzungen der Sozietät vorgetragen und in deren Kommentarii veröffentlicht hat. Tobias Mayer, den Mayers großes Konversationslexikon von 1906 als einen der tüchtigsten Astronomen des 18. Jahrhunderts bezeichnet, war in seiner Göttinger Zeit bis zu seinem frühen Typhustod 1762, vor 250 Jahren. Aus diesem Anlass wird am Sonntag eine Ausstellung eröffnet werden über Tobias Mayer. Also Tobias Mayer war in seiner Göttinger Zeit eines der fleißigsten und fruchtbarsten Mitglieder der Sozietät. In sämtlichen vier Bänden der Kommentarii hat er Abhandlungen vorzuweisen, insgesamt 8. Im ersten Band gleich finden sich 2 Aufsätze aus seiner Feder, von denen einer mit Observationes Astronomicae überschrieben ist, der andere mit Latitudo Geographica Urbis Nurembergae a Novis Observationibus Deducta, also die aus neuen Beobachtungen gewonnene geografische Breite der Stadt Nürnberg. Diese zweite Abhandlung ist gewissermaßen eine Ergänzung der Germaniae Mappa Critica, die Tobias Mayer bereits mit 22 Jahren veröffentlicht hatte. Hier hatte er die Ungenauigkeiten bisheriger Karten Deutschlands aufgezeigt, vor allem von Ortspositionierungen in Ost-West-Richtung, und hatte diesen fehlerhaften Angaben
eigene astronomisch bestimmte Ortskoordinaten gegenübergestellt. Und genau dies tut er auch in dem erwähnten Aufsatz, in dem er die Breitengradbestimmung von Nürnberg präzisiert, und zwar hauptsächlich zu dem Zweck, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts von Johannes Regiomontanus und dessen Schüler Bernhard Walter Summa Diligentia Observandique et Dexteritate, wie Tobias Mayer schreibt, also mit höchstem Fleiß und Gewandtheit der Beobachtung, in Nürnberg angestellten Beobachtungen zur Bewegung der Sonne für die Erklärung anderer Himmelskörper nutzbar zu machen. Und eben dazu sei es erforderlich, zuvor die Bestimmung des Breitengrades von Nürnberg zu korrigieren. Im zweiten Band der Kommentarii von 1753 stoßen wir auf drei Abhandlungen von Tobias Mayer, von denen zwei recht umfangreiche in unmittelbarem Zusammenhang mit seinen in eben dieser Zeit entstandenen und veröffentlichten Mondtafeln stehen, die ihm zusammen mit seiner Methode der Längenbestimmung zur See, wie es in Mayers Lexikon von 1906 heißt, dauernden Ruhm gesichert haben, weil er hier eine Lösung des sogenannten Längenproblems entwickelt hat, das bis dahin eine sichere Navigation unmöglich gemacht hatte. Die erste Abhandlung ist eine in Parallaxin Lunae ejusdemque a terra distantiam inquisitio, das heißt eine Untersuchung zur Mondparallaxe und zu dessen, das heißt des Mondes, Abstand von der Erde. Und in der anderen finden sich die berühmten Novae Tabulae Motuum Solis et Lunae, das heißt also neue Tabellen der Bewegungen von Sonne und Mond. Wie hoch die Bedeutung dieser Tabellen für die Seefahrt eingeschätzt wurde, belegt unter anderem die Tatsache, dass nach dem Tod von Tobias Mayer seine Tabulae Motuum Solis et Lunae Novae et Correctae im Jahre 1770 von der britischen Admiralität herausgegeben wurden. Im dritten Band der Kommentarii gibt es zwei Abhandlungen von Tobias Mayer, darunter eine, in der er unter direktem Bezug auf die Novae Tabulae des zweiten Bandes seine später so berühmt gewordene Lösung des sogenannten Längenproblems entwickelt. Tabularum lunarium usus in investiganda longitudinem maris, das heißt also wörtlich der Nutzen von Mondtabellen zur Bestimmung der Meereslänge. Der Wissenschaftshistoriker Menzo Volkerts, ein Mitglied unserer Akademie, schreibt dazu, ich zitiere ihn, der Nutzen von Mondtabellen zur Bestimmung der Meereslänge, Mayers Methode des Monddistanzverfahrens setzte sich neben dem Seechronometer von Harrison für die Längenbestimmung auf See durch und bestimmte die Schifffahrtspraxis bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Der früh verstorbene Tobias Mayer ist keine 40 Jahre alt geworden, bietet übrigens auch einen weiteren schönen Beleg für die Breite der wissenschaftlichen Interessen zahlreicher Mitglieder der Sozietät. Der vierte Band, der Kommentarii, enthält von ihm eine Abhandlung über Experimenta circa visus acquiem, das heißt also Experimente zur Seeschärfe. Versuchen wir jetzt noch, das mag jetzt genügen, was Tobias Mayer betrifft, ich möchte jetzt noch mit Ihnen versuchen, uns zu verdeutlichen, wie in der Haller Zeit wohl eine Sitzung der Sozietät abgelaufen sein mag und was für Dekuverten dort vorgestellt und diskutiert wurden. Ich bin eigentlich nach Zufall vorgegangen, habe mir die Bände der Göttingischen Gelehrten Anzeigen zur Hand genommen und bin dort auf die Sitzung vom 3. Februar 1753 gestoßen. In dieser Sitzung
trug der Pädagoge und klassische Philologe Johann Matthias Gessner nach der, wie es dort heißt, nach der ihn treffenden Ordnung. Ich glaube, eine solche uns treffende Ordnung hat Hamann gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Also er hat dort nach der ihn treffenden Ordnung eine Abhandlung vorgelegt, die man wohl am besten als Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte einzuordnen hat. Gessner beschäftigt sich in dieser Vorlage mit der Verwendung des Bernsteins bei Griechen und Römern sowie mit der Geschichte der Erforschung der chemischen Zusammensetzung des Bernsteins. Das macht er, obwohl er gar kein professioneller Chemiker gewesen ist. Er äußert die Vermutung, dass bereits in der Antike die Elektrizität des Bernsteins wahrgenommen worden sein könnte und nur nicht weit genug nachgeforscht sei, sodass der Ruhm der Erfindung, Sie merken, dass ich ihn zitiere, billig unserer Zeit zuzuschreiben sei. Und seine Sitzungsvorlage hat Gessner dann in einem Aufsatz De Electroveterum, also die hat er in einen Aufsatz umgewandelt, der im dritten Band der Kommentarii publiziert wurde. Also über den Bernstein bei den Alten, also bei den Griechen und bei den Römern. Im Anschluss an Gessners Vortrag verlas der Mediziner Johann Gottfried Zinn eine Abhandlung über die Häute und Muskeln des Auges, insbesondere über die Streitfrage, ich zitiere, ob die harte und braune Haut von den Einwickelungen des Sehnervs entstehe oder eine besondere Haut sei. Zinn zeigt, dass die erstere Auffassung nicht zutreffe, sondern dass die braune Haut als eine eigene Haut mit einem dunklen Ring anzusehen sei, deren Entstehung jedenfalls nicht mit dem Sehnerv zusammenhänge. Und im dritten Band der Kommentarii findet sich die der Vorlage vom 3. Februar 1753 entsprechende Abhandlung Observationes Anatomicae de Tunicis et Musculis Oculorum, das heißt anatomische Beobachtungen zu den Häuten und den Muskeln der Augen. Es gibt dann noch später eine Abhandlung von Zinn zu dem gleichen Thema. Und schließlich, und das finde ich besonders interessant, kam in der Sitzung folgende Angelegenheit zur Sprache. Ein Oberförster und Amtsschreiber aus Elbingerode hatte dem Präsidenten, also Haller, eine Probe der sogenannten Herzberger Erde übersandt, von der die Sage ging, aus ihr lasse sich Gold gewinnen. Offenbar im Auftrag Hallers hatte ein Herr Dr. Hahn diese Probe untersucht und legte nun hiervon der Königlichen Sozietät eine wohlgeschriebene Abhandlung vor, in der er darlegte, dass er in der Herzberger Erde zwar Spuren von Eisen, im geringsten aber, und dieses Wort füge ich jetzt hinzu, leider nicht von Golde gefunden habe. Ich weiß nicht, Herr Troh, wie sieht es heute aus? Hat man in der Herzberger Erde Gold gefunden? Ich weiß es nicht. Interessant ist diese Abhandlung, wie ich finde, vor allem deshalb, weil sie zeigt, dass die in der Sozietät vorgetragenen und erörterten Dekuverten durchaus nicht nur von den Mitgliedern der Sozietät stammen mussten, sondern dass es so etwas wie Auftragsforschung gegeben haben muss. Und es hat den Anschein, dass bei den Sitzungen der Sozietät nicht nur gelehrte Abhandlungen vorgetragen wurden, sondern dass es bisweilen dort auch um Dekuverten ganz praktischer Art ging. Im 123. Stück der GGA, also der Göttingischen Gelehrten Anzeigen, vom 14. Oktober 1771, also etwas später, heißt es über die am 5. Oktober abgehaltene Sitzung, ich zitiere, bei eben dieser Versammlung zeigte der Herr Hofrat Kästner ein Uhrwerk, das von dem hiesigen Uhrmacher Herrn Klintwort,
dem Sohne verfertiget ist und dienen könnte bei Begebenheiten, die nur kurze Zeit dauern, diese Zeit bis auf Terzien anzugeben, zum Exemplum, wie viel zwischen der Empfindung des Blitzes und des Knalles bei einer Kanone oder einem Gewitter verstreicht. Und diese Uhr wird sodann auf etwas mehr als zwei Seiten detailliert beschrieben. Also der Mathematiker Kästner, er war Mathematiker von Profession, beschränkte sich keineswegs auf sein engeres Fachgebiet. Und das bezeugt auch noch folgende Mitteilung aus dem 21. Stück der GGA vom 18. Februar 1769. Ich zitiere wieder aus dem Protokoll, das dort abgedruckt ist. In der Versammlung der Königlichen Sozietät der Wissenschaften vom 10. Dezember legte wieder Herr Hofrat Kästner einen Aufsatz von einer neuen Art, Iltisse zu fangen, vor, den der Herr Kommissarius Hartmann aus Hannover übersandt hatte. Und am Schluss der über eine Seite langen Beschreibung dieser ganz praktischen Dekuverte lesen wir, das muss ich Ihnen vorlesen, das kann ich Ihnen nicht vorenthalten. Vielleicht kann diese zuverlässige Erfahrung von Jägern und Hauswirten nützlich angewandt werden. Und aus unserer heutigen modernen Zeit ist es vielleicht interessant, ob sie auch für Autofahrer nützlich ist. Aber da ich selber nicht Auto fahre, habe ich mich mit dieser Geschichte nicht beschäftigt. Also praktischer geht es jedenfalls nicht. Nun, der zweite Weg, den die Sozietät einschlug, um zu Dekuverten zu gelangen, bestand darin, dass von ihr von Anfang an Preisfragen zu unterschiedlichen Wissensgebieten gestellt und ausgeschrieben wurden. Fragen, für deren Beantwortung erst 25, später 50 Dukaten Preisgeld festgesetzt wurden. Wie viel das in unserer heutigen Währung ist, weiß ich nicht, aber 50 Dukaten dürfte eine ganz nette Summe gewesen sein. Mit diesen Preisaufgaben betrieb die Sozietät nicht zuletzt das, was man heute als Nachwuchsförderung bezeichnet, denn sie setzte das Preisgeld zur Belohnung, wie es heißt, einer vorzüglich wohl ausgearbeiteten Abhandlung aus, welche über einen in die Grenzen der Sozietät einschlagenden Gegenstand von einem hiesigen jungen Gelehrten oder Studierenden der Sozietät überreicht wird. Frau Kollegin Röckelein wird hier in zwei Wochen einen gesonderten Vortrag zu dem Thema wissenschaftliche Preisfragen und Nachwuchsförderung halten, weshalb ich mich hier mit einigen ganz wenigen Hinweisen begnügen möchte. Bis 1851 wurden insgesamt 29 Preisschriften ausgezeichnet, 9 zu physikalischen, 5 zu mathematischen und 15 zu historisch-philologischen Problemen. 1853 schrieb Johann Friedrich Hausmann in seinem Blick auf die äußere Geschichte der königlichen Gesellschaft in ihrem ersten Jahrhundert, ich zitiere ihn, ein großer Teil der gekrönten Aufgaben habe wesentlichen Einfluss auf die Fortschritte der Wissenschaft gehabt, auf welche sie sich beziehen. Die Nachwuchsförderung der Sozietät war in deren Gründungsstatuten verankert, ganz ausdrücklich, und wurde von Haller in seiner Inaugurationsrede von 1751 auch zur Sprache gebracht. Dort heißt es, es sei nützlich, ich zitiere ihn, dass der studierenden Jugend ein Teil derjenigen Früchte zufließet, von welchen ich bewiesen habe, dass sie die Gesellschaft ihren Mitgliedern verschaffet. Wir haben, schreibt Haller, erhaben denkende Jünglinge unserem Orden einverleibet, damit auch sie die Vorlesungen anhören, sich unter die Gespräche mischen, ihre eigenen Gedanken und Betrachtungen eröffnen
und von unseren Entdeckungen und Urteilen Nutzen ziehen können. 6 ausgewählte jüngere Doktoren, Magister oder gar Studenten konnten zu den Sitzungen eingeladen werden. Diese Offenheit gegenüber den Studenten der Georgia Augusta belegt, wie ernst die Sozietät anfangs ihren Gründungsauftrag nahm, denn dieser war, wie unser verstorbenes Mitglied Ernst Schubert vor einigen Jahren geschrieben hat, denn dieser Auftrag war unter den damaligen Gebildeten allein im Sinne einer Korrespondenz mit der akademischen Lehre realisierbar. Irgendwann ist dieser Brauch allerdings abgestorben, aber es dürfte ja eigentlich kaum etwas dagegen sprechen, ihn vielleicht wieder aufleben zu lassen. Im Übrigen scheint zumindest im 18. Jahrhundert der Zugang zu den Sitzungen der Sozietät äußerst liberal gehandhabt worden zu sein. So lesen wir im 112. Stück der Göttingischen Anzeigen von Gelehrten Sachen vom 19. September 1771 folgende Notiz: Die Königliche Sozietät der Wissenschaften hält ihre Versammlungen gewöhnlich in den ersten Sonnabend in jedem Monate nachmittags von 3 Uhr an. Sie sieht in denselben diejenigen unserer Mitbürger mit Vergnügen, welche den darin zu haltenden Vorlesungen beizuwohnen Lust haben, wenn sie sich deswegen vorher bei dem dasmaligen Direktor oder Sekretär melden. Man konnte sich einfach melden, man musste natürlich nur Latein verstehen können, denn es wurde auf den Sitzungen nur Lateinisch gesprochen, wie auch sämtliche Publikationen der Akademie bis 1840, abgesehen von den Göttingischen Gelehrten Anzeigen, nur auf Lateinisch publiziert wurden. Es hat auch den Anschein, dass sogar auf der Durchreise durch Göttingen befindliche Gelehrte ziemlich umstandslos zu den Sitzungen der Sozietät zugelassen wurden, und zwar nicht nur als Zuhörer, sondern auch als Vortragende, gewissermaßen als Dekuvertenüberbringer. So heißt es beispielsweise am 29. Juli 1771, ich zitiere: Herr Doktor von Schäffler aus Danzig, welcher auf seiner Rückreise von London sich hier aufhielt, zeigte der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften bei ihrer letzten Zusammenkunft ein in England gefundenes Exemplar der noch unbekannten Versteinerung Entomolitus paradoxus, muss ich natürlich auch erst nachschauen, was das ist, Käfermuschel, welches ungleich vollständiger war als die meisten bisher beschriebenen Stücke dieser Art, welche entweder nur Abdrücke oder Steinkerne sind. Zugleich las er einen kurzen Aufsatz vor, worinnen er die verschiedenen Meinungen von dem Urstücke selbst beurteilte. Und drittens, schließlich hat die Sozietät 100 Jahre lang von 1752 bis 1852 sogenannte ökonomische Dekuverten angestrebt, indem sie ökonomische Preisaufgaben ausschrieb und deren Lösungen bewertete. Diesen ökonomischen Preisaufgaben wird Präsident Tangermann am 18. Dezember einen eigenen Vortrag widmen. Deshalb auch dazu hier nur einige ganz kurze Bemerkungen. Die Preisaufgaben waren nicht auf wirtschaftliche Fragen im engeren Sinne beschränkt, sondern griffen auch politische und soziale Probleme auf. Immer aber waren sie ganz auf die Praxis gerichtet. Diese Einstellung war im Nützlichkeitsgebot des Wissenschaftsverständnisses der Aufklärung begründet, wonach die Wissenschaft auch ganz unmittelbar den Menschen zu dienen hatte. Meistens ging es bei den Preisaufgaben um ganz konkrete landwirtschaftliche oder handwerkliche Probleme, etwa um die Verbesserung der Eigenschaft des Salzes, das man zum Einsalzen von Fischen benötigte. Darüber wurden hier Vorträge gehalten.
Aber bemerkenswerterweise lassen sich in den ökonomischen Preisaufgaben nicht selten auch Reformimpulse erkennen, etwa bei dem Problem der Abstellung der bäuerlichen Dienstpflicht. Die Sozietät war also im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Institution, die durchaus und ganz explizit auch den heute viel beschworenen gesellschaftlichen Nutzen ihres Tuns im Auge gehabt hat. Die rein wissenschaftlichen und die ökonomischen Preisaufgaben haben, wenn man sie zusammen betrachtet, fast zwei Jahrhunderte lang ein kontinuitätsstiftend eines der wichtigsten Betätigungsfelder der Gesellschaft, der Wissenschaften gebildet. Und schließlich und letztens hat die Sozietät durch die Herausgabe der göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen auch solchen Dekuverten ihre Aufmerksamkeit geschenkt, die außerhalb von Göttingen gemacht worden waren, indem sie den GGA die Aufgabe stellte, wie es heißt, die Resultate von Forschungen, Entdeckungen und Bemerkungen, die weiteren Fortschritte in jeder Wissenschaft, den Gewinn, den jede Wissenschaft aus den neuen Schriften, insonderheit der Ausländer, die an anderen Orten weniger in den Händen der Gelehrten sind, ziehet, unter das größere Publikum zu bringen. Diese Aufgabe erfüllten die Mitglieder der Sozietät mit beharrlichem Fleiß in oftmals bemerkenswert ausführlichen Referaten und Rezensionen. Einer der fleißigsten Mitarbeiter war der Praesis Perpetuus Haller selbst, der auch nach seiner Rückkehr nach Bern bis beinahe an das Ende seiner Tage, ich glaube er ist 1777 gestorben, die GGA unermüdlich mit Manuskripten versorgte. Also Haller ist, wie ich ja gesagt habe, zwei Jahre nach Gründung der Sozietät nach Bern zurückgekehrt, aber er blieb Präsident bis zu seinem Tod, also auch in absentia. Die göttingischen Gelehrtenanzeigen existieren bis heute und gelten als die älteste ununterbrochen erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift im deutschen Sprachraum. Über sie wird einer ihrer heutigen Redakteure, Professor Lehmann, an dieser Stelle am 8. Januar sprechen. Meine Damen und Herren, Majestät, ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen eine annähernd deutliche Vorstellung von den Aufgaben zu vermitteln, die sich die Göttinger Sozietät der Wissenschaften in ihren Anfängen gestellt hat und von der Art und Weise, wie sie diese Aufgaben zu lösen bestrebt gewesen ist. Und es bleibt mir jetzt nur noch, Ihnen dafür zu danken, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Applaus